Falls nächstes kommt Alois Stöger, ehemaliger Sozial- und Arbeitsminister, Gewerkschafter, SPÖ. Danke, Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, Hohes Haus, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein typischer Luaka-Antrag, an sich von der Idee ja gar nicht so schlecht, nämlich den Status zwischen Arbeitern und Angestellten aufzuheben, kein Gefälle zu machen. Aber wenn man dann genau hinschaut, dann sitzt der Teufel im Detail. Das Angestelltengesetz ist gemacht worden für Menschen, die im Büro sitzen und die so ein bisschen die Chefs in den Unternehmen waren. Und genauso ist es ausgerichtet. Und lieber Gerald Luaka, es gibt da Menschen, die arbeiten nicht im Büro, sondern die arbeiten an der Werkstatt, die arbeiten auf der Baustelle, die arbeiten am Dach oder die arbeiten im Lager. Und genau für diese Menschen ist das Angestelltengesetz ein bisschen zu ungenau. Zum Beispiel, wenn es um Konkurrenzklauseln geht, wenn es darum geht, um Konventionalstrafen. Selber hast du angesprochen, das Thema der Entlassungsgründe, dass die nicht passen. Und das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, der richtige Weg ist, den Weg zu beschreiten, den die Gewerkschaft ProG begonnen hat, nämlich zu sagen, in Kollektivvertragsverhandlungen hier die richtigen Maßnahmen zu setzen, die die Arbeitswelt auch der arbeitenden, und zwar der manuell arbeitenden Menschen, mit berücksichtigt. Wenn man für die Arbeiter was tun will, lieber Gerald, dann war es besser, nicht da den Paragraph 1 Angestelltengesetz zu ändern, dann war es besser, wenn man sagt, die Leute können mit 45 Jahren, wenn sie gearbeitet haben, in Pension gehen, dann tut man was für Tackler. Das war für denen wichtig. Da darf ich mich freuen, wenn es in diese Richtung geht. Wenn ich kaufe, die Sozialdemokratie und vor allem auch ich in der Gewerkschaft ProG wird immer dafür kämpfen, dass für die Arbeitenden und für die manuell arbeitenden Leute eine Verbesserung kommt in ihren Lebensbedingungen und dass wir nicht eine scheinbare Gleichstellung machen, von der es nichts haben. Herzlichen Dank.